Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und heute mit einer neuen Folge. Es geht heute um das Space Camp und um die Zeltausstellung. Und zwar von Camp Nation, unserem Zeltspezialisten der Herzen, unser Winterzelt jetzt gekauft haben und wo wir einfach immer sehr, sehr viel schon mit erlebt haben. Und ja, da haben wir auch heute einen Gast und das ist der liebe Dirk. Wir haben Dirk schon mal in einer Podcast-Folge zu Gast gehabt, das ist schon ein bisschen her. Und wir sind sehr froh, dass er heute Zeit hatte und hier auftauchen konnte und uns ein bisschen zu diesem Thema weiterhelfen kann. Hallo Dirk. Hallo Dirk. Ja, hallo zusammen. Hi. Ja, also für die Leute, die jetzt diese Folge, die alte Folge mit dir noch nicht gehört haben, wie gesagt, wir verlinken sie gerne nochmal in die Shownotes. Hört euch die gerne an, das lohnt sich sehr. Wir haben da erklärt, was ist eigentlich Camp Nation? Das soll heute nicht Thema sein. Heute soll ein Projekt von dir Thema sein. Und stell dich einfach mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin der Dirk Langenfeld, werde dieses Jahr junge 50 Jahre alt, habe vor 5 Jahren und ein paar Tagen Camp Nation gegründet. Und das ist ein Zeltfachhandel im Rheinland, in Bonn. Wir sagen deswegen Zeltfachhandel, also man kann auch Campingladen zu uns sagen, aber unser Thema, unser Hauptthema ist das Zelt. Und demzufolge sieht auch unsere Ausstellung aus und alles, was wir außerhalb unserer Ausstellung machen. Es geht immer um das Thema Zelt, weil das eigentlich die Motivation war, Camp Nation zu gründen, nämlich Zelte zu zeigen, weil das in unserer heutigen Online-Welt sehr wenig Firmen machen. Genau. Und wir waren ja schon mal bei dir im Showroom, da ist ja wirklich... So viele Zelte haben wir vorher nicht gesehen. Nee, und das war wirklich ganz geil, dass ich mal einfach da durchzulaufen und alle Zelte anzufassen, auch welche von anderen Marken, die wir jetzt gar nicht selber haben. Aber du hast ja wirklich ein großes Angebot. Das stimmt. Ja, genau. Ja, und wir sitzen heute hier zum Thema, also nicht zusammen, sondern du bist in Bonn. Man muss ja sagen, Bonn ist für uns als Hamburger, beziehungsweise für mich als Schleswig-Holsteiner und Jenny als Hamburgerin, ist Bonn die nächstgelegene Möglichkeit, eine Zeltausstellung anzuschauen. Und Zelte live anzufassen, auszuprobieren und zu sehen. Deswegen, das ist eigentlich ein bisschen schade, dass wir da im Norden so abgehängt sind, aber ich glaube... Man muss ja sagen, Dirk hat ja was unternommen, worüber wir ja auch heute reden. Genau. Was für uns Norddeutsche natürlich sehr, sehr praktisch ist. Da kommen wir auf jeden Fall später noch zu. Also bleibt dran. Jetzt abschalten lohnt sich nicht. Auf jeden Fall, genau. Wir haben heute das Thema Zeltausstellung und die Camp Nation Basecamps. Da gibt es auch einen entsprechenden Hashtag zu, Camp Nation Basecamp. Und was sich dahinter verbirgt, wir erwähnen es auch selber oft in unseren Stories, was sich dahinter verbirgt, das kann Dirk jetzt mal erklären. Was sind die Basecamps? Was eine Zeltausstellung ist, glaube ich, erschließt sich von selbst. Ja, kurzer Hintergrund. Wir haben früher, also 2019 endend, jedes Jahr eine Roadshow gemacht und waren mit Zelten quer durch Deutschland unterwegs und haben Zelte gezeigt, also Zeltausstellungen gemacht. Und durch Corona ist das ja alles weggefallen und wir hatten so das Gefühl, dass uns so das, was uns sehr wichtig ist, nämlich der persönliche Kontakt zum Kunden fliegen gegangen ist. Wir haben zwar immer noch sehr viele Leute hier im Showroom, aber eben die Leute, die nicht direkt aus unserer Nähe sind, die haben wir nicht persönlich gesehen. Und das war immer so ein schönes Happening, wenn wir sowieso unterwegs waren, dass auch einfach Stammkunden gekommen sind, die explizit gar kein Zelt kaufen wollten, sondern einfach uns nochmal sehen wollten. Und dann haben wir uns überlegt, letztes Jahr, ich glaube im März oder April, wir machen einfach im September, wenn dann voraussichtlich die Zahlen tiefer sind, die Corona-Infektionszahlen, und das waren sie, machen wir eine Veranstaltung, wo wir alle unsere Kunden oder die es werden wollen, auf ein gemeinsames Zeltwochenende einladen. Klar, wir haben zwar die Kosten für den Campingplatz weitergegangen, haben aber das ein oder andere übernommen an Kosten oder haben mal die ein oder andere Feier dort veranstaltet. Und um eben mit unseren Kunden gemeinsam zu campen und auch unsere Zulieferer einzuladen. Das heißt, es sollten auch Zulieferer kommen. Und die haben dann auch ein paar Zelte mitgebracht. Schlussendlich war es dann ein Wochenende, wo 150 Teilnehmer auf unserem Basecamp teilgenommen haben, die einfach 4 Tage, also wenn man die 4 Tage Zeit hatte, wenn nicht, ist man halt später angereist, mit uns 4 Tage campiert haben, gefachsimpelt haben, sich über Urlaub ausgetauscht haben, sich über ihr Equipment ausgetauscht haben, sich mit unseren
Zulieferern ausgetauscht haben, das ein oder andere neue Zelt auch sehen konnten, was unsere Zulieferer mitgebracht haben. Und wir, glaube ich, eine richtig coole Zeit dort hatten. Und das sollte das Basecamp sein. Und das ist es dann auch geworden. Sprich, es war ein voller Erfolg bei zugegebenerweise auch gottgeiles Wetter. Also das war... Man konnte im September noch baden gehen. Das stimmt. Du hast dich ja getraut. Noch baden gehen. Genau, kurz so, ja, wo das, also das war ja schon mutig, ne? Also in der Ruhr ist auch im Sommer kalt. Ne? Also das war schon eine Nummer. Ich war da noch nicht drin. Und ja, das war so eine schöne Sache, dass wir gesagt haben, und die Kunden sagen auch, das müssen wir doch nochmal machen. Und das war cool, lass uns das nochmal machen. Und viele hatten sich auch gemeldet, ach, das ist einfach zu weit weg, Heimbach in der Ruhr, könnt ihr das nicht mal woanders machen, dass wir uns dazu entschieden haben, das dieses Jahr ein bisschen zu multiplizieren. Und das heißt genau jetzt was? Also ich weiß das heißt schon. Genau was? Ja, ich wusste nicht, ob du nochmal reden willst. Wir werden jetzt 4 Basecamps machen. Und zwar werden wir Anfang Mai in München starten. Und werden dort unser erstes Basecamp machen und haben uns dort angeschlossen an eine Veranstaltung, die heißt Mündig Outdoor and Camping Days von Peter Dräger. Und werden dort unser Basecamp machen. Und um das auch wieder zu tun, was wir früher vor Corona gemacht haben, nämlich die Roadshow, werden wir auch auf dieser Veranstaltung parallel laufend eine große Zeltausstellung haben. Wir haben 6 oder 7 Zulieferer, die mit insgesamt 60 bis 70 Zelten kommen werden. Sprich, man kann schon dazu sagen, dass wir zusätzlich zum Basecamp, wo wir wieder mit unseren Kunden gemeinsam campieren wollen, eine Zeltausstellung haben werden, zu der man einfach vorbeikommen kann, ohne Teilnehmer zu sein und den Campingplatz gebucht zu haben, um sich eben eigentlich alles das, was gerade, wie sagst du immer, Fabian, der heiße Scheiß ist, im Zeltbereich sich anzuschauen. Genau, und das betrifft alle Zelte, ne? Also Familienzelte, aber eben auch Wohnwagen, Wohnmobil und Buszelte. Genau. Und dann hat ja alles weiter. Dann mit den Roadshows angefangen. Wie hat man sich die vorzustellen? Also zu der Zeit, wo du mit deinen Roadshows unterwegs warst, zu der Zeit, wo wir mit den Roadshows unterwegs waren, das war im Endeffekt so eine gemeinsame Idee von Robert Schorstein. Also wir haben die Idee gehabt, Robert hat gesagt, es ist eine coole Idee und waren nur mit Outwell unterwegs. Das war eine reine Camp Nation Roadshow powered by Outwell. Und jetzt sind wir halt eben mit all unseren Zeltmarken unterwegs. Und das heißt, es gibt immer einen Bereich, wo wir unser Basecamp machen, wo ihr euch auch online auf unserem Online-Shop anmelden könnt und Platz buchen könnt. Das werdet ihr vielleicht unten nochmal verlinken. Und man kann aber auch einfach zum selben Datum einfach so dorthin kommen. Immer einen Tag später beginnt unsere Zeltausstellung und kann einfach umsonst und draußen mit Häkchen, da komme ich gleich zu einer anderen Veranstaltung, sich einfach Zelte angucken. Und wenn man das möchte, auch direkt bestellen. Das ist das Besondere. Und dann werden die natürlich nicht dort, ihr müsst euch die ja nicht auf den Rücken schmeißen, sondern die werden euch dann hier von unserem Zentrallager aus zugeschickt. Genau. Das muss man auch nochmal wirklich betonen, dass man nicht nur zum Basecamp kommen muss, um die Zeltausstellung zu sehen, sondern dass man auch wirklich nur zur Zeltausstellung gehen kann, wenn man zum Beispiel in München wohnt. Genau, da kann man einfach von 10 bis 18 Uhr vorbeikommen, können sich die Zelte angucken. Dort werden alle Marken auch einen Vertreter haben. Also jede Marke wird mindestens einen Vertreter dort haben, mit dem sich alle direkt unterhalten können. Und sagen, der Langfeld kann mir viel erzählen, ich möchte es aus der Industrie wissen. Wir werden auch dort sein mit 3, 4 Leuten. Das heißt, volles Programm, was Zeltberatung angeht. Und man kann vielleicht auch einfach mal, also es ist jetzt kein Zaun um das Basecamp, einfach mal auch ins Basecamp reinschnuppern und da mal schauen, was dort unsere Community so veranstaltet. Ne? Und das ist, glaube ich, eine schöne Kombination, dass wir sagen, wir sind zum einen mit unserer Community da und machen da 4 Tage lang ein Event und zum anderen können einfach auch Leute vorbeikommen und Zelte anschauen. Ja, wenn das geht bis sonntags, dann packt man den Kram schnell ein und fahren quasi in unsere Heimat, in die Eifel, nach Heimbach, wo auch das allererste Basecamp stattgefunden hat und machen da dasselbe wieder. Also machen wieder ein Basecamp und machen wieder eine Zeltausstellung. Und da ist nochmal was ganz Besonderes. Wir öffnen parallel unsere zweite Ausstellung, unsere Dauerausstellung. Wir haben ja hier bei uns in Bonn eine 1000 Quadratmeter Indoor-Ausstellung mit Zelten und werden ab dem ersten Heimbacher Termin eine 2000 Quadratmeter große Dauerzeltausstellung haben, wo eben alles das steht, was es auch aushält, 5 bis 6 Monate im Jahr permanent draußen zu stehen. Genau. Das wird also eine Eröffnung, ein Basecamp und unsere Zeltausstellung. Das wird ein ziemliches Highlight.
Ja, das ist auf jeden Fall, also in so kurzer Zeit, also eigentlich könnten wir die Folge jetzt schon beenden. machen wir natürlich nicht. Wir gehen da definitiv nochmal in die Details. Aber und für alle, die jetzt irgendwie schweißgebadet vor der Bluetooth-Box sitzen und mitschreiben, keine Sorge, die ganzen Links, Informationen, auch die Folge mit Robert von Outwell, die wir letztes Jahr gemacht haben, verlinken wir alles nochmal in die Shownotes, aber auch die genauen Daten und vor allen Dingen auch die Seite von Camp Nation, wo ihr die Tickets für das Basecamp bestellen könnt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mit dem Stift und Zettel hier unser Geplapper mitverfolgen, sondern das ist alles nochmal unten aufgearbeitet. Da braucht ihr jetzt nicht mitzuschreiben. Und man muss ja jetzt auch sagen, alle denken sich jetzt im Norden, da ist ja immer noch nichts für den Norden dabei. Dirk, klär uns auf. Ist jetzt auch was für den Norden dabei? Natürlich, natürlich. Dann werden wir erstmal in eine ganz normale Campingsaison starten. Wir als Laden und ihr als Camper sozusagen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, Juni, Juli, August müssen wir eigentlich nichts mit euch machen, weil da seid ihr logischerweise mit euch, euren Familien, euren Freunden, wie auch immer, campen. Und werden dann am 15. September unser drittes Basecamp in diesem Jahr veranstalten. Das findet dann immer noch nicht im Norden statt, ich will es trotzdem erwähnen. Das ist dann wieder im Heimbach und ist für uns das offizielle Saisonende bei uns auf dem Heimbacher Campingplatz. Ich sage bei uns, weil wir irgendwie ständig da rumhängen und irgendwie Veranstaltungen machen. Zwischendurch ist auch noch campen mit Kindern, eine große Gruppe auf dem Campingplatz, die uns eingeladen haben, mit dabei zu sein. Wieder ein anderes Thema. Und jetzt geht's endlich los, jetzt kommt der Norden. Eine Woche später findet in Rendsburg, und zwar vom 21. bis 25. September, die Caravan. Rendsburg ist richtig oder Rendsburg? Rendsburg. In Rendsburg findet die Caravan und Co. statt. Das ist eine große Camp, also groß, ja, ist noch eine groß werdende Campingmesse, die letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat, wo wir letztes Jahr schon mit einer kleinen Zeltausstellung waren. Und das besondere Highlight wird sein, dass dort unser Basecamp quasi in der Backstage-Area dieser Messe stattfinden wird. Das heißt, man kann nicht nur diese Messe 4 Tage lang genießen und sich alles Mögliche anschauen rings ums Camping, sondern man kann auch mit den Ausstellern abends einfach mal sich austauschen. Und das geht dann weit über unsere Aussteller darüber hinaus, also über unsere Marken, weil da Busjungs sind, Wohnmobiljungs sind, Wohnwagenjungs sind, Trekkingleute sind etc. pp. Das ist ein ganz besonderes Basecamp, finde ich. Dort ist im Preis inbegriffen, wenn ihr euch das anschaut, auch dieser Eintritt für 4 Tage auf dieser Veranstaltung. Und wenn man sich natürlich da Zelte angucken will, dann muss man den Eintritt bezahlen für die Messe. Das ist halt die einzige Zeltausstellung, die nicht umsonst ist. Aber dafür kann man sich einfach auch eine geile Messe im Norden angucken. Und ich glaube, die Tickets sind echt nicht teuer, 15 Euro oder was. Also das ist für das, was da geboten wird, auch mit Entertainment-Programmen, kein Geld. Es ist ja auch mal toll, hinter die Kulissen zu gucken. Also mal nach einer Messe quasi auf einer Messe zu sein. Ja, und wir waren ja selbst auch da und das war schon eine tolle Messe. Also da war wirklich alles aus der Freizeit. Alles, genau. Also und sehr, sehr coole Leute, sehr, sehr coole Selbstausbauten. Mountainbike-Shows waren da. Alles Mögliche an Camping. Omnia hatte da irgendwie 4 Reifen, ein Klo. Also da waren ganz, ganz viele, viele Aussteller, die man auch so kennt. Und also der Eintrittspreis, der lohnt sich da definitiv. Und wenn man sich dann sogar noch Zelte angucken kann, weil diese... Und das im Norden, weil wir werden das ganz oft gefragt, denn von Leuten, die im Norden wohnen und uns irgendwie begleiten, wo fragen die uns immer, ja, wo guckt ihr euch denn Zelte an? Weil wir haben ja nun wir warten ja noch auf unsere Nummer 4 unseres Zeltes. Das ist alles gut. Aber wir haben ja jetzt fast die ganze, wir können ja bald ein Museum aufmachen oder eine eigene Zeltausstellung. Aber es ist natürlich so, dass wir ganz oft gefragt werden, ja, wo fahrt ihr denn hin, um euch Zelte anzugucken? Und da mussten wir bisher immer sagen, YouTube ist unser bester Freund. YouTube und Dirks Camping-Videos, auch den Kanal findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Da gibt es halt, also Dirk macht ja für jedes Zelt, was er so im Angebot hat oder für die meisten Zelte, was er so im Angebot hat, Zeltvideos. Und damit haben wir unsere Zelte bisher immer ausgesucht. Und
ansonsten müssen wir halt nach Bonn zu fahren. Genau. Und deswegen also das ist das eine gute Möglichkeit für Leute aus dem Norden, da sich auch mal Zelte anzugucken. Genau, und die Messe lohnt sich wirklich. Also die ist auch, weil man merkt direkt, dass die von einem sehr jungen Team organisiert wird, alles ein bisschen anders. Ist auch viel Entertainment mit dabei, keine Ahnung, Mountainbiker, Paraglider, keine Ahnung. Also das war wirklich, das war wie so ein Event und parallel konnte man halt Camping-Sachen gucken. Ne? Und das war auch bevor, sage ich mal, die offizielle Zeit vorbei war. Und das macht diese Messe eigentlich aus. Auch da hatten wir bis auf den ersten Tag gutes Wetter. Wobei ich ja gelernt habe, im Norden ist das ja mit gutem Wetter relativ. Ne? Also wenn wir als Rheinländer uns ja schon verbarrikadieren, sagt der Norden, ich gehe mal spazieren. Habe ich ja auch gelernt. Ne? War ein bisschen windig und das fand Dirk ein bisschen zu windig. Und wie war das mit den Schafen? Wie war der Spruch? Ich hab's vergessen. Also auf jeden Fall war es da sehr windig und was aber tatsächlich gar nicht so schlecht war, denn die Leute, die sich da die Zelte angeguckt haben, konnten gleich sehen, wie windstabil die Zelte waren. Und auch die Luftzelte. Genau, also das ist auch dazu werden wir auch nochmal eine Folge machen mit Luftzelten oder Gestängezelten. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Aber auf jeden Fall, das war da schon eine gute Sache. Und deswegen ist es natürlich auch ganz gut. Also Pilsensee, München, das ist natürlich ganz, ganz, ganz für südlichstes Deutschland. Zweimal Heimbach so in der Mitte. Nach Heimbach kommt man ja auch von Berlin, von der Seite auch ganz gut ran. Also eigentlich ist es ja, deckt ihr quasi das ganze Land ab. Und wir können sagen, wir sind bei allen dabei. Das stimmt. Sogar in München. Sogar in München. Ja, das kann man sagen, da freuen wir uns auch sehr drüber. Bevor die Frage aufkommt, ich möchte es gerade erwähnen, welche Marken denn mit dabei sind, weil das ist eigentlich die nächste Frage, weil jeder, der sich mit dem Zelt beschäftigt, oftmals auch schon mit irgendeiner Marke schwanger geht. Ne? Also auf den Roadshow, also Quatsch, auf den Zeltausstellungen wird mit dabei sein, logischerweise Outwell als Familienzelt- und Buszeltanbieter. Die Firma Zempire wird vor Ort sein, die wir ja letztes Jahr mit aufgenommen haben ins Programm mit Familienzelten. Die Firma Bango wird mit dabei sein mit Familien- und Buszelten. Bewahrt hier eure neuen Helden, also mit reinen Baumwollzelten wird mit dabei sein. Und dann wird noch Westfield mit dabei sein, Robens wird mit dabei sein und die Firma Tambu wird mit dabei sein. Das heißt, wir haben wirklich ein fettes, breites Sortiment an Zeltherstellern mit dabei bei den Basecamps-Zeltausstellungen. Also bei den Marken, da hört man ja aber schon raus, also Tambu, die machen Dachzelte auch, unter anderem auch Dachzelte, aber auch zum Beispiel auch ein sehr, sehr kleines Baumwoll-Mischgewebezelt, was ich wirklich gut finde, dass es endlich mal die Möglichkeit gibt, mit einem kleinen Zelt, was wirklich so, was man sich auch im Zweifel vor einen Wohnwagen stellen kann, damit die Kinder zelten können, nebenan auf der Parzelle, aber dann eben mit Baumwollmischgewebe, aber eben auch Dachzelte und Westfield, die bauen, so wie ich mich erinnere, keine Familienzelte, also ist das definitiv auch eine Sache, wo auch Leute mit Wohnwagen, Wohnmobilen, Campervans, also die Basecamp sind keine reine Zeltveranstaltung, sondern tatsächlich für alle Campingformen. Jetzt vielleicht Autocamper, obwohl Autocamper könnten sich erstens das und zweitens könnten sich genauso auch ein Canopy kaufen oder ein Tarp. Und also insofern ist es wirklich für alle Campingformen ja was dabei, wenn ich es richtig sehe. Genau, und man muss dazu sehen, in Heimbach, wo wir ja parallel unsere Outdoor-Fläche eröffnen, die wir bis nach Heimbach 2 stehen haben, sind noch weitere Marken da, die nur nicht mit auf Tour kommen. Ne? Also es ist die Firma, sag ich mal Familie. Isabella ist mit dabei, Firma Isabella ist mit dabei, Firma Dometic ist mit dabei, die Firma Hahn ist mit dabei. Das heißt, alles, was auch noch fett im Dauerstandzeltbereich oder im sehr stabilen Stoffbereich für Wohnwagen, Wohnmobile und Busse und Kastenwägen, was ja das Thema der letzten 2 Jahre ist, was sucht, kann da gerade in Heimbach viel sehen. Genau. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine cool. tolle Sache. Wir planen ja in Heimbach mit unserem Robens Kiowa Tippi-Zelt aufzutauchen. Dann also, damit wir nicht mit dem Anhänger fahren müssen. Das war letztes Mal ein bisschen länger für uns der Weg. Das stimmt. Kann ich verstehen, ja. Wir machen immer den Witz, dass wir an die Nordspitze Dänemarks fahren können, bevor wir in Heimbach auf dem Campingplatz sind. Das ist immer sehr schön. Aber es ist natürlich auch mit dem Anhänger dann immer viel.
Aber deswegen, also das Rom. Es hat halt sehr Spaß gemacht, deswegen würde ich jederzeit immer wieder hinfahren. Genau, und das Roms Kiowa, das ist halt wirklich, das passt bei uns, da müssen wir nicht mal die Rückbank umklappen, das ist also wirklich praktisch. Also wer sich das Roms Kiowa angucken möchte und ein Tipi-Zelt gerne hätte, der kann das auch auf jeden Fall in Heimbach sich angucken, denn in Heimbach 1 werden wir definitiv da mit diesem Zelt auflaufen. Vielleicht auch beim zweiten Mal, wir werden es sehen, aber ja, auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Das wird ein Ausstellungszelt sein. Wir versuchen auch relativ kurzzeitig vorher, allerdings auch wegen etwas wirrer Liefersituationen, noch bekannt zu geben, welche Zelte explizit von welchem Hersteller stehen, weil sie dann schon da sind, ja, sogar im Mai. Aber man muss dazu sagen, wenn 60 bis 70 oder vielleicht werden es auch mehr, die hauen mit Zahlen um die Ohren, die sind teilweise etwas beängstigend an Zelten, dort stehen, können wir, egal von welcher Marke, jedes Zelt erklären in jeder Größe, Farbe und Form, weil wir achten schon darauf, dass zumindest die Oberflächen und die Größen alle da sind. Von daher, wer prinzipiell Interesse hat, an ein Zelt zu kommen und sich das live anzuschauen, auch gerade in diesem Jahr, wo die ganzen Frühjahrsmessen ja einfach nicht stattgefunden haben, der hat da, glaube ich, eine gute Chance, sein Zelt zu finden. Genau. Und wer einfach nur Bock hat, im Süden mal uns kennenzulernen, außerhalb der Messen, weil wir haben viele Kunden im Süden, die uns auf der Free oder auf der CMT in Stuttgart kennengelernt haben, der ist natürlich herzlich eingeladen zu dem Basecamp. Das heißt, eigentlich kann man in irgendeiner Weise immer irgendwas mit uns tun. Und das ist die Idee vom Basecamp / dem Zeltbestellung. Genau. Das geht ja jetzt, also das mit München, das geht ja jetzt auch schon demnächst los, am 3. Mai, ne? Am 5. Mai, okay, genau. Denn da, genau. Also wenn für die ganz spontan gerne Tickets bestellen, das sollte auf jeden Fall sich lohnen. Und wenn man aus der Gegend kommt, wie gesagt, einfach vorbeifahren, Zelte angucken. Wir haben bisher auch viel Gutes gehört über den Campingplatz. Ja, definitiv. Der ist super. Der Campingplatz Pilsensee ist ein super schöner Campingplatz, muss man ganz klar sagen. Direkt am See, also das ist schon, das hat schon, das hat schon die. Wir haben ja so einen Paketpreis erstellt für 4 Personen, also egal, Familie oder wie auch immer, 4 Personen, Hauptsache ein Gerät oder ein Zelt. Dann haben viele gesagt, das ist aber relativ teuer. Nein, ist es nicht. Also wenn man in München in der Umgebung Zelt gehen will, dann kostet das halt, das ist halt einfach so. Und den Preis, den wir dann, wenn man mit 4 Leuten kommt, generiert haben und wenn man die komplette Zeit ausnutzt, sprich von Donnerstag an, dann hat man wirklich Top-Preis. Wenn man jetzt nur zu dritt kommt und erst freitags anreisen kann, dann ist das so ein bisschen Schicksal. Da kann ich aber dann leider, wir sind Zeltverkäufer, das können wir nicht organisieren. So, ich komme aber erst dann mit 3 und dann kommt 2 und einen im Sinn und der Hund kommt 3 Tage später. Das kriegen wir nicht hin. Das funktioniert nicht. Von daher, aber ich glaube, das ist für alle eine faire Veranstaltung. Der Campingplatz ist uns echt entgegengekommen damit und das war gut. Ich möchte auch gerne was spoilern, das habe ich in unserem Vorbriefing ganz vergessen. Ja, gerne. Wir haben morgen Mittag den letzten Call mit der Firma Movera. Und wer Movera kennt, Movera ist ein Großhändler, der mit zur Hümer-Gruppe gehört. Und wir treffen uns jetzt online, um zu besprechen, was. Wir werden auch Equipment präsentieren. Gerade im Technikbereich. Also wenn zum Beispiel der Fabian Bock hat, demnächst mit einer Satellitenschüssel in seinem Zelt Fernsehen zu gucken, dann hätten wir da wahrscheinlich was mit dabei. Das heißt, wir werden ein Movera Technikmobil in irgendeiner Weise mitnehmen, wo wir solche Dinge zeigen werden. Das heißt, da werden wir aber noch explizit einen Post zu machen, damit man nicht umsonst kommt, weil man gerade Besteck sucht und dann stehen wir nur Satellitenschüsseln. Aber das möchte ich schon mal spoilern, dass man das erste Mal seit dieser Tradition, dass wir in irgendeiner Weise unterwegs sind mit Camp Nation, auch Camping-Equipment mit haben werden zum Kaufen, zum Anschauen und nicht direkt mitnehmen, weil ich finde das auch einfach schlecht auf so einer Veranstaltung, dass man dann die ganze Zeit mit dem Campingstuhl durch die Gegend joggt. Wir schicken ihn einfach hinterher. Ja, das ist so, ich verstehe das persönlich nicht, wie man so auf Messen sich so vollpackt und dann noch 6 Stunden lang mit dem Körbchen und keine Ahnung, was rumläuft. Viele Leute finden das cool. Ich möchte lieber, guckt es euch an und wenn ihr es geil findet, kauft und wir schicken es euch nach kostenfrei. Genau, das ist so ein Highlight, dass wir diesmal auch dort Equipment präsentiert werden in immer Kooperation schlecht. Mit der Firma Movera. Für uns immer schlecht, weil wir lieben ja Equipment und das weiß Dirk auch. Und genau. ich sehe schon Fabian wieder im Internet rumsuchen, was man alles gebrauchen könnte. Aber gut, ich glaube, wir tun uns da beide nichts. Ich möchte eine Blumenvase, die klappbar ist fürs Zelt und Fabian halt
die Zeltleinwand. Das ist so. Das ist so, ne? Das ist halt auch ein Camping ist halt auch ein Hobby, ne? Das ist halt definitiv. Und so ging es uns auch schon bei dir im Showroom. Als wir da durchgegangen sind, da waren schon Schweißausbrüche und so auf jeden Fall dabei. Also das ist auf jeden Fall, da sind viele Sachen, die auf einen warten. Und das ist schon klasse. Also man muss auch nochmal sagen, also du bist halt ein Zeltfachhandel oder ein Campingfachhandel und kein Veranstaltungsorganisator, aber du organisierst halt echt gute Veranstaltungen. Aber genau ja, gut, das habe ich euch ja mal privat erzählt, ne? Ich habe ja 15 Jahre lang eine Veranstaltungsagentur besessen, bevor ich dann gedacht habe, aber es ist Zelte natürlich verkaufen. Nicht deine Aufgabe. Zelte verkaufen ist geiler. Nein, es ist nicht meine Aufgabe, aber gerade das macht ja Spaß. Ne? Und was ich hatte auch ein bisschen Respekt davor beim ersten Basecamp letztes Jahr, dass die Leute sagen, ich hätte da mehr erwartet oder so oder was. Nee, es war genau richtig. Ne? Also es war, wir gucken, dass es ein, zwei Abende ein gemütliches Beisammensein gibt. Das bezahlen wir, Schräger, ganz wichtig, die Marken. Ne? Das ist so, viele sagen so, boah, das ist aber markenlastig. Ja, weil die bezahlen die Scheiße mit. Ne? Also muss man sagen, wenn man in Heimbach zum Beispiel keinen Strom bezahlen muss, und das, da haben wir für 2.500 Euro Strom verballert, als wir da waren, mit allen zusammen, dann tragen das eben die Marken. Ne? Ja. Und deswegen, das ist ein Geben und ein Nehmen. Und dann muss man das eben auch mal schweren Herzens hinnehmen, dass da irgendwie eine Fahne im Gras steckt. Aber ich glaube, das tut keinem weh. Ehrlicherweise, also ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ganz im Gegenteil, man kann da ja auch Synergieeffekte nutzen. Also es ist definitiv, und das können wir jetzt vielleicht aus der Nutzerperspektive sagen, hattest du den Eindruck, dass das eine Werbeveranstaltung ist? Nein, weil man konnte halt auch wirklich zu den Zelten hingehen und sie sich einfach in Ruhe angucken, ohne dass irgendjemand aus dem Gebüsch springt und dir schon den Kaufvertrag hinlegt, so ungefähr. Das ist nämlich genau auch so unsere doch sehr norddeutsche Mentalität. Also wir gucken lieber erstmal, ohne dass da jemand dabei ist und dann... Dann, wenn wir dann Fragen haben oder dann doch irgendwie uns das der Taler locker sitzt und wir dann das doch unbedingt brauchen und haben wollen, dann gehen wir einfach hin und sagen so, jetzt ist es Zeit, jetzt möchten wir es gerne. Und ja. Das war auf jeden Fall da sehr, sehr machbar. Also dadurch, dass der natürlich auch zum, wenn die Zeltaussteller, also die Herstellerfirmen dann auch teilweise gegangen sind zu abendlicher Stunde, dann konnte man halt, weil die Zelte ja nicht abgebaut werden, man konnte sich die halt dann auch nochmal ganz, ganz für sich angucken und zum Beispiel in dem Devar-Zelt konnte man nochmal sich mit seiner Partnerin oder seinem Partner da ins Zelt reinlegen und durch das Oberlicht in den Sternenhimmel gucken. Ich rede von diesem Longtail-Tipp, ja, Zelt von Devar. Das war schon auf jeden Fall eine tolle Sache. Oder einfach die Leute, die dann nochmal ganz spezielle Fragen zu ihrem Wohnwagen oder ihrem Camper hatten, die sind dann zu den Vorzeltleuten gegangen und haben nochmal gefragt, ja, wie ist das mit dem Umlaufmaß? Kann man das miteinander kombinieren oder was brauche ich dazu, damit das so da nicht offen ist? Also das war schon sehr klasse und ich glaube, dass man diese Möglichkeiten... Ich fand es halt auch so toll, dass man wirklich am Ende irgendwie auch alle am Lagerfeuer saßen. Und es war egal, ob man Händler war oder einfach nur Kunde und so weiter. Am Ende waren quasi alle gleich und saßen am Lagerfeuer und haben es einfach genossen. Und es war auch einfach entschleunigt, weil diese Fragen, diese genauen Fragen, wo man dann sogar noch den Hersteller zu seinem eigenen Campingfahrzeug bringen kann und sagen, hier, guck mal an, hier, so sieht's aus. Das kannst du ja auf keiner großen Messe machen. Da hast du einen Timeslot von 5 Minuten und da kannst du solche Details halt nicht abfragen. Deswegen ist das doch, also da gucke ich mir lieber mal eine Fahne an und frage auf meine Situation halt was konkret detailliert nach, bevor ich dann das kaufe und mich dann ärgere, dass es falsch ist oder es nicht passt. Als dass ich dann sage, okay, ich will jetzt eine völlig werbefreie Veranstaltung und es ist halt so, du bist halt einfach auch ein Händler. Ne? Also natürlich, genau. Also, wenn du überhaupt sowas anbietest, ist halt schon was. Aber es ist natürlich so, du bist keine Zeltlagerfirma, die lustige Zeltlager organisieren. Und aber es ist einfach für die Leute, die jetzt sagen, okay, bin nicht sicher, ob das was für mich ist, es ist keine Werbeveranstaltung. Und das können wir auch als so Endverbraucher sagen. Das ist keine Werbeveranstaltung, das ist eine gute Veranstaltung.
Also was ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, das, was für uns das Zentrale ist auf diesen Veranstaltungen. Wir heißen ja zum Beispiel bei Instagram, schreiben wir drunter Camper für Camper. Ne? Oder wir haben von unseren Texten, dass wir von Campern beratet werden. Und wir haben halt alle Camper. Ne? Wir haben Leute, die mit Familienzellen unterwegs sind. Wir haben Leute wie den Steven, die mit dem VW-Bus mit einem ausgebauten, selbst ausgebauten VW-Bus unterwegs sind. Wir haben Leute, die mit einem Wohnwagen unterwegs sind, Wohnmobil unterwegs sind. Und das macht es halt so interessant. Und deswegen, die Leute gehen noch nach dem Lagerfeuer auch aus der Industrie, oder wir gehen nach dem Lagerfeuer ins Hotel. Wir pennen halt im Basecamp. Ne? Und das macht es, glaube ich, aus. Und morgens eben gemeinsam, und das verbindet, ne? Das ist morgens einfach die Tische raus, man frühstückt gemeinsam, oder dann sieht sich morgens im Waschhaus, wie auch immer. Und das ist der Sinn der Sache. Und diese Gemütlichkeit zu haben, und wenn man jetzt auch noch explizit Basecamp-Teilnehmer ist, sich mal was anzuschauen, um darüber nachzudenken, am anderen Tag nochmal Fragen zu stellen, die hast du nirgendwo anders. Und ich gebe dir recht, es ist auch auf einer Zeltausstellung, auf einem Campingplatz nicht so hektisch wie im Caravansalon Düsseldorf, wo du um 12 Uhr, wenn ein Kunde zum Stand kommt, sagt, ich nehme es jetzt, noch drüber nachdenken muss, wann war der jetzt da? War der gestern da oder war der eben da? Weil einfach zigtausende, ja, das ist so, ne? Am sechsten Tag kannst du das nicht mehr unterscheiden, das ist so. Und deswegen, das ist der Grund, warum wir es machen. Es ist gemütlich, der Kunde hat Zeit, sich sozusagen in freier Wildbahn anzuschauen. Und wenn da mal ein scheiß Wettertag ist, dann muss man sagen, ja, dann ist halt ein scheiß Wettertag, ne? Und dann ist es gut. Ja, also das ist definitiv eine gute Sache, wirklich eine gute Sache. Und also wir haben es sehr genossen, da zu sein, und wir freuen uns tatsächlich auf die Sachen, die jetzt so im 2022 auf uns warten, mit den Basecamps. Also ich glaube, auch die Leute, die dann sich die Zeltausstellung angucken und sagen, oh komm, ich habe jetzt doch Bock, ich glaube, die können dann auch noch sich ihr Zelt noch nachholen und dann hinstellen, oder ihren Bus oder so. Also ich glaube tatsächlich, da ist sehr, sehr viel möglich. Und es wird ja auch Rahmenprogramm geboten zum Teil, ne? Ist das richtig? Ja. Ja, ja. Das wird auf jeder Veranstaltung was stattfinden. Aber nicht überfrachtet. Nein. Letztes Jahr war es definitiv nicht überfrachtet. Man hatte immer noch so auch eigenen Freiraum, und man muss ja auch nie irgendwo mitmachen. Von daher. Nee, also in München partizipieren wir definitiv so ein bisschen auch vom Rahmenprogramm dieses Events, also dieses Outdoor- und Camping-Days-Events. Deswegen sind wir auch mit da, ne, um zu sagen, das ist mal nicht aus eigener Hand geschnitten, das finde ich gut. In Heimbach wird es wieder kleine Highlights geben, wie wir das letztes Jahr auch hatten. Und Regensburg ist halt ein Event. Da brauchen wir von unserer Seite aus nichts mehr machen. Da ist, keine Ahnung, wenn man da jetzt noch am besten kampiert und beim Basecamp teilnimmt, dann spielt dann abends um 20 Uhr, wo die Messe schon seit 2 Stunden zu ist, auch noch eine Band. Ne? Also, da kann ich nicht gegen anstinken. Nee, das musst du auch nicht. Also wir haben es sehr genossen, und für uns machen diese Termine jetzt definitiv einen großen Teil unserer Zeltsaison dieses Jahr aus. Das kann man einfach so sagen. Vor allem ist das ja auch quasi ein schöner Anfang und auch ein schönes Ende. Weil, wie Dirk das schon gesagt hat, also im Juni, Juli, August braucht man eh nichts planen, weil man da ja meistens irgendwie den großen, langen Sommerurlaub verbringt. Und dementsprechend kann man dann gut mit einem Basecamp und Zeltausstellung anfangen und dementsprechend auch gut aufhören. Also die Sommerzeltsaison wird für uns tatsächlich vom Basecamp ein- und ausgerahmt. Also wir waren jetzt zwar schon los, und auch im Winter sind wir ja unterwegs, aber das ist natürlich dieses Wintercamping-Ding mit Zeltofen und dem Tipi-Zelt. Das ist ja anderes Campen. Es ist schon sehr anderes Campen als das, was wir so im Sommer so machen. Insofern finde ich, ist das ein schöner Rahmen, aber natürlich verstehe ich auch, wenn da Leute sagen, ich bin da nur einmal dabei oder oder zweimal, aber nicht alle viermal. Ich glaube, also da, das ist dann schon eher so für die Camp Nation Ultras. Ich bin viermal dabei. Also das, aber tatsächlich ist die Möglichkeit halt da. Ja, also das ist ja, ich glaube, es gibt sogar eine Familie, die, glaube ich, bei 3 von 4 Camps mit dabei ist. Aber darum geht es ja nicht. Wer das möchte, wir freuen uns immer wieder, klar. Aber wir wollten halt, weil viele sich beschwert haben im Süden, ach, das ist so weit weg, und im Norden auch, wollten wir es eben ermöglichen. Und das muss man dann sehen, wenn das wahrgenommen wird, ist das wiederholenswert, und das entscheiden quasi alle mit, ob diese Veranstaltung, so wie wir sie jetzt planen, Sinn macht, genau.
Und nochmal vielleicht zum Abschluss, also die Camp Nation Campsite ist jetzt diese Zeltausstellung in Heimbach. Genau, wir haben quasi, also das, ich bin ja so ein bisschen größenwahnsinnig. Also mir wurde langsam so ein bisschen hier, also es ist nicht eng bei uns in der Ausstellung mit 1000 Quadratmetern, aber wir können halt alles zeigen. Und Murphys Gesetz ist, wenn ich was abbaue, kommt 3 Minuten später einer rein und sagt, das ist das Zelt. Und deswegen haben wir uns dazu aufgebaut. Nee, habe ich eben gehabt, ist jetzt weg. Und deswegen haben wir uns dafür entschlossen, das ein bisschen zu entzerren und haben dann mit unserem Campingplatzbetreiber dort in Heimbach gesprochen, ob wir eine Outdoor-Fläche bekommen, um dort eben Zelte zu zeigen, die für den Ganzjahresbetrieb, also das betrifft vor allen Dingen jetzt weniger eure Podcast, vielleicht doch, also die eben einen Ganzjahresstellplatz haben mit einem Wohnwagen. Oder die ein sehr stabiles Vorzelt für den Kastenwagen haben wollen. Oder die, ihr kennt das Zelt von Sempire, diese Megahütte da haben wollen, wo eben Material verbaut wird, wo ich eben Saisoncamping mit dem Familienzelt machen kann. Das stellen wir da einfach hin. Wir werden da nicht jeden Tag geöffnet haben. Da werden wir Veranstaltungswochenenden zu haben, zusätzlich unterjährig sozusagen, wo wir quasi dann dort zusätzlich zu unserem Laden auch dort die Zeltausstellung eröffnet haben. Sprich, für uns ist das ein verlängerter Arm in der Fläche, weil es im Raum Aachen ja quasi von Heimbach aus schon ist. Und wir zeigen Outdoor zusätzlich Zelt und damit haben wir 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche Indoor und Outdoor nur in 2 verschiedenen Locations. Und das ist die Idee. Und wenn ihr einer anruft und sagt, habt ihr das in das Zelt stehen? Haben wir, aber es steht in Heimbach, musst du da hinfahren. Oder umgekehrt, nee, brauchst nicht nach Heimbach kommen, fahr halt nach Bonn, da steht's. Und das heißt, wir haben noch mehr Möglichkeiten und damit sind wir, glaube ich, in Deutschland dann, ja, also definitiv die, auch wenn an 2 Locations, die größte Zeltausstellung Deutschlands, glaube ich. Ja. Also ich glaube, jedem sollte jetzt klar gewesen sein, wo da jetzt der Unterschied zu Campingläden mit Stahlschränken und einem blauen Logo sind. Das ist natürlich schon nochmal was anderes als das, was du da anbietest. Einfach hinfahren, sich Zelte angucken oder Vorzelte angucken, das ist natürlich anfassen, das hilft ganz viel. Ja. Also insofern wirklich, wirklich beeindruckend und tatsächlich auch sehr, sehr praktisch für Leute, die mit dem Zelt so hadern, ne? Also die nicht wissen, ist das was für mich, kann ich das, die dann einfach ohne viel Information hingehen und sich irgendwie online ein Zelt bestellen und am Ende dann eher enttäuscht werden, weil es dann doch nicht die Qualität hat, die sie sich vorgestellt haben, weil man es einfach dann doch anders erwartet hat und die dann eher dem Zelt dann wieder den Rücken kehren und dann mit dem Camping oder ganz und gar aufhören. Das ist natürlich immer schade und ich glaube, da ist die Möglichkeit dann halt schon eine andere, das dann so abzukaspern. Also wirklich, wirklich gute Sache. Und zum Danke. Thema Campingplatz Heimbach haben wir die Folge von unserem Campingplatz-Check, die ist nämlich letzte Woche stattgefunden. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Wir haben sie natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ja, das war's, glaube ich. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck verschafft, was das Basecamp und auch die Zeltausstellung ist. Wir sind ein bisschen in den Themen gesprungen, das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, sowas lebt ja auch von einem Gespräch und ich glaube, das haben wir wirklich, wir haben alle möglichen Fragen umfassend beantwortet und wenn noch Fragen weiter sind, meldet euch gerne bei Camp Nation auf Instagram, Telefon, Click and Watch und so weiter. Also ich glaube, ihr bietet da definitiv genug Möglichkeiten an. Anrufen geht auch. Ja. Geht auch noch, wir haben noch Telefone, ja. Geht auch noch. Und wie gesagt, auch gerne, wenn ihr noch andere Fragen habt, gerne auch bei uns melden. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns, ob es euch gefallen hat, bewertet uns bei Spotify, Apple Podcasts, abonniert uns bei YouTube und sagt es einfach weiter. Wir freuen uns immer gerne, wenn neue Leute in unsere Zuhörerschaft kommen. Das ist für uns immer eine große Freude. Und wir hoffen sehr, dass ihr von dieser Folge einen Mehrwert hattet und euch das gefallen hat. Austausch ist immer wichtig. Genau. Und wir danken Dirk auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei gewesen zu sein. Sehr gerne und selbstverständlich. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass du nicht das letzte Mal da gewesen wirst. Also insbesondere, wenn es dann eine Frage zum Thema Zelt oder Zelt mit Luft oder Gestängezelt, ich glaube, da könnte es sein, dass wir da vielleicht nochmal auf euch als
Fachleute nochmal zurückgreifen. Vielleicht. Sehr gerne. Also das ist definitiv so. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und euch allen, wann ihr das auch immer hört, wünschen wir einen ganz, ganz schönen Tag, Abend, gute Nacht oder ihr schlaft schon. Und insofern, ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis dann. Bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Ciao. Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation, dein